Noch nicht besprechen. Gut. Naja, also dann schließen wir an, wo wir gestern aufgehört haben. Es ist so, dass wir uns gestern ja mit dem Temperaturbegriff auseinandergesetzt haben und bei der Temperatur ist es ja so, dass man sie insbesondere dadurch messen kann, dass man Eigenschaften von Körpern hernimmt, die temperaturabhängig sind. Zum Beispiel die Länge eines Metallstabes, das Volumen einer Flüssigkeit. Diese Größen sind temperaturabhängig, daher kann man dann durch die Menge, durch die Messung dieser Größen eine Information über die Temperatur bekommen. Und wenn man dazu einige Temperaturfixpunkte wählt, zwischen denen dann interpoliert wird, dann hat man schon eine recht genaue Möglichkeit, die Temperatur zu messen. Sagt aber dabei noch so gut wie gar nichts darüber aus, was denn eigentlich der physikalische Hintergrund dieser Temperatur ist. Was verstehen wir denn unter der Temperatur? Und damit werden wir uns also in weiterer Folge jetzt auseinanderzusetzen haben, weil das ist ja ganz entscheidend, dass man eben auch weiß, was wird denn eigentlich mit dem Parameter Temperatur physikalisch beschrieben. Da muss ich Sie noch um etwas Geduld bitten, bis wir diese Frage klären, aber nimmer mehr sehr lang. Einen Punkt, den ich heute besonders in den Vordergrund stellen möchte, möchte ich gleich erwähnen, nämlich bei diesen Überlegungen spielen insbesondere die Gase und vor allem die sogenannten idealen Gase eine Sonderrolle. Die Gase haben die Eigenschaft, die sie von allen anderen Körpern unterscheidet, dass die Moleküle der Gase, vor allem wenn es sich also um verdünnte und damit praktisch ideale Gase handelt, was dieser Begriff im Einzelnen bedeutet, bitte ich Sie auch wieder um etwas Geduld, dass bei diesen Gasen die Wechselwirkung zwischen den Molekülen praktisch vernachlässigbar ist, bis auf den jeweiligen Moment, wo zwei Moleküle miteinander kollidieren. Aber ansonsten haben die praktisch keine Wechselwirkung. Und das macht es sehr einfach und übersichtlich, sie zu beschreiben. Und das führt auch dazu, dass sie sich in einer sehr einfachen Form verhalten. Ihre Temperaturabhängigkeit ist besonders schön und einfach zu beschreiben. Deswegen eignet sie sich auch besonders gut, die Temperatur sehr genau zu bestimmen. Und da gibt es zwei Gesetzmäßigkeiten, die man hier so für diese idealen Gase gefunden hat. Und heute habe ich die Freude, Ihnen zu sagen, dass wir beide dieser Gesetzmäßigkeiten Ihnen quantitativ demonstrieren können. Meine Kollegen, die das vorbereitet haben, haben also sowohl ein Experiment zur Untersuchung der der Volumensabhängigkeit des Druckes und der Temperaturabhängigkeit des Volumens vorbereitet. Zwei ganz entscheidende Experimente, die dann uns es gestatten, das allgemeine Verhalten von Gasen in Form einer sogenannten Zustandsgleichung zu beschreiben. Das Resultat der heutigen Vorlesung wird also sein, dass wir die Zustandsgleichung idealer Gase aufstellen, aufgrund von experimentellen Befunden, die wir Ihnen wirklich vorstellen werden. Also, wir sprechen heute über ideale Gase. Und vorläufig wollen wir darunter eben verstehen, nichts anderes als hinreichend verdünnte Gase. Also etwa Edelgase, aber auch Stickstoff oder Luft sind gute Kandidaten für solche idealen Gase. Und da gibt es zwei experimentelle Befunde.
Und wir werden uns zunächst einmal den ersten experimentellen Befund anschauen und dann daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Da verwenden wir ein System eines zylinderförmigen Körpers, wo ein Kolben bewegt werden kann. Und da hier drinnen ist also das Gas, das wir untersuchen wollen, und dieses Gas hat einen bestimmten Druck, den man mit einem Druckmesskopf, mit einem Manometer messen kann. Und wenn man den Durchmesser dieses Zylinders kennt, dann kann man also aus dieser Distanz dann letztlich das Volumen, das in diesem Bereich hier drinnen ist, ablesen. Volumen ist natürlich die Querschnittsfläche mal diese Länge hier, die man auf einer graduierten Skala ablesen kann. Und da kann man sich anschauen, wie wird sich der Druck ändern, wenn man das Volumen ändert. Natürlich, ganz so einfach sind solche Experimente nicht, weil wesentlich ist, dass hier eine gute Dichtung stattfindet. Aber da haben wir also eine Anordnung, bei der eine sehr verlässliche Dichtung vorhanden ist, sodass man für die Zeiten unseres Experimentes damit rechnen kann, dass Undichtigkeiten hier vernachlässigt werden können. Und wir werden also jetzt anschauen, was passiert, wenn wir zunächst einmal dieses Experiment so starten, dass wir mit Atmosphärendruck beginnen. Wir verwenden also die atmosphärische Luft als ein hinreichend ideales Gas für unsere Zwecke. Und wir werden dann das Volumen abschließen und durch Verschiebung dieses Kolbens, das geht dann mit einem Gewinde, wo man dann dreht und das schiebt dann diesen Kolben hin und her, durch Verschiebung dieses Kolbens dieses Volumen verändern. Um das Ganze besonders übersichtlich zu machen, werden wir das Volumen halbieren. Und wir werden dann sehen, was dann der Druck macht. Naja, rein anschaulich sind die Sachen ja durchaus verständlich und man weiß schon ungefähr, was herauskommen muss. Wenn man das Volumen verkleinert und das Gas wird nicht weniger, na, was wird dann mit dem Druck passieren? Er muss natürlich größer werden. Und der Punkt ist eben, um wie viel wird er größer? Und das ist es, was dann eben eine wichtige Aussage über das Verhalten eines solchen Gases erlaubt. Und das wollen wir uns als erstes anschauen. Und da schauen wir also nach, was haben wir ursprünglich für ein Volumen? Und dann halbieren wir dieses Volumen. Also da sehen Sie, wenn man das noch einmal jetzt klar zeigt, Sie sehen es auch am Video sehr schön, da hier ist also eigentlich, sieht man mich da? Ja. Da hier ist also das Volumen, um das es geht. Da hier ist dieser Kolben mit zwei O-Ringen sehr verlässlich abgedichtet. Eine graduierte Skala kann man auch sehen, glaube ich, auf dem Bild. Und diese Skala gibt also hier die Länge an. Und man sieht, die Vorderkante hier ist hier gerade bei 10 Zentimetern. Wir sehen auch, dass der Druck hier ziemlich genau ein Bar ist. Naja, das ist halt so der typische Atmosphärendruck. Da haben wir hier ziemlich genau ein Bar. Und jetzt wird der Herr Litschauer dieses Volumen auf die Hälfte reduzieren, indem dieser Kolben verschoben wird, bis wir dann von 10 auf 5 cm kommen. Und beobachten Sie bitte, was mit dem Druck passiert. Der steigt zunächst langsam und dann immer stärker an. Und wenn wir dann auf die Hälfte kommen, jetzt haben wir noch 6,5 cm, jetzt sind wir immerhin schon auf 1,5 bar gekommen, wenn Sie sich das anschauen.
jetzt haben wir da 5,5 cm und wenn wir dann letzten Endes Millimeter für Millimeter zu den 5 cm hinkommen, dann sehen Sie auch, dass der Druck ziemlich genau auf das Doppelte angestiegen ist. Also ein schönes quantitatives Experiment, das beweist, dass bei Halbierung des Volumens der Druck verdoppelt wird. Sehr schön gegangen. Dankeschön. Das kann man natürlich dann fortsetzen und noch einmal halbieren und noch einmal, aber dann wird der Druck sehr rasch sehr hoch und dann ist es wieder komplizierter, noch quantitativ und präzise durchzuführen. Na, was bedeutet das aber? Das Ergebnis ist ein ganz einfaches. Wenn man das Produkt von Druck und Volumen hernimmt, das bietet sich jetzt an. Nicht? Und man hat jetzt in diesem Produkt einmal das Volumen halbiert und dann kommt der doppelte Druck heraus, dann heißt das, dass dieses Produkt offensichtlich konstant bleibt. Das ist es, was man aus diesem Experiment ersehen kann. Man kann natürlich das mit mehreren am Weg immer wieder ablesen und so, aber wenn man sieht, mit halbem Volumen haben sie das, den doppelten Druck, dann sieht man, dass P mal V konstant geblieben ist. Und diese Aussage, P mal V ist konstant, diese Aussage, das ist das berühmte Boyle-Mariotsche Gesetz. Aber einen wichtigen Punkt habe ich hier jetzt noch nicht erwähnt. Und zwar den, dass wir dieses Experiment ja bei ständig konstanter Raumtemperatur durchgeführt haben. Und wir haben das auch langsam genug gemacht. Der Herr Litschauer hat das also heute mit dieser Schraube langsam gedreht, so dass es immer einen genügenden Austausch mit der Umgebung gegeben hat, sodass man praktisch hier durch lauter Gleichgewichtszustände gegangen ist. Und wir haben ja gestern schon gesagt, was charakterisiert denn insbesondere den Parameter der Temperatur? Na, der Umstand, dass eben, wenn man wartet, bis zwei Körper miteinander im Gleichgewicht sind, man dann auch feststellt, dass diese beiden Körper miteinander in Kontakt befindlich, auch der gleichen Temperatur sind. Das heißt, wenn man da langsam ändert, durch eine Serie von Gleichgewichtszuständen geht, sowas nennen wir generell in der Thermodynamik einen quasi statischen Vorgang, der dann auch reversibel ist, weil wenn Sie jetzt zurückschrauben, das könnte man natürlich machen, aber das glauben Sie uns sofort, wenn man das zurückschraubt, dann wird das wieder auf 1 bar heruntergehen. Das steht jetzt recht schön, sieht man jetzt gerade nicht das Messgerät, aber dass das schön konstant bleibt. Der ist wirklich schön dicht, dieser Kolben. Ne? Und wenn man das wieder zurückdreht, wieder schön langsam, kämen wir wieder auf dieses 1 bar zurück. Also reversibel und quasi statisch haben wir das Experiment durchgeführt. Und vor allem eben die Temperatur ist konstant geblieben, weil wir durch diese dauernden Gleichgewichte mit der konstanten Umgebung dieses Hörsaals natürlich erwirkt haben, dass das Gas, das in diesem Kolben drinnen ist, seine Temperatur nicht ändert. Die Frage war, wie lange geht das, wenn man entsprechend stark komprimiert, dann wird das irgendwann so nicht mehr bleiben. Völlig richtig. Das ist eben der Punkt, der in diesem Ausdruck ideales Gas enthalten ist. Ein Gas ist nicht per se immer und unter allen Umständen ideal, sondern nur in gewissen Bereichen der Parameter. Und wenn das Gas zu dicht wird,
dann kommt man in die Nähe eines Phasenübergangs. Dann wird es einmal kondensieren. Und dann hat man natürlich keineswegs mehr diese einfachen Voraussetzungen. Das ist dann der Fall, wenn man weit weg von irgendwelchen Phasenübergängen sich befindet. Und wir machen dann letztlich den anderen, beschreiten den anderen Weg, indem wir sagen, wenn ein Gas sich so verhält, dann nennen wir es ein ideales Gas. Aber das ist jetzt nicht nur für das Boyle-Mariotte Gesetz, sondern vielleicht noch aufregender und spannender für das zweite Gesetz, das wir jetzt besprechen wollen. Aber wenn wir das Boyle-Mariotte Gesetz hier schon so stehen haben, dann möchte ich schon auch hier erstmals, und es wird nicht das letzte Mal sein, ein sogenanntes PV-Diagramm auftragen. PV-Diagramme sind sehr deskriptiv. Und das ist ja sehr oft so. Ein Diagramm sagt mehr als 1000 Worte. Mit einem Diagramm wird vieles klar. Jedenfalls oftmals mehr, als wenn man irgendeine langweilige, fade Tabelle vor sich hat. Und wie wird das also jetzt diagrammmäßig ausschauen? Wenn P mal V konstant ist, das ist die Gleichung einer Hyperbel. Und man hat dementsprechend dann hier einen solchen Zusammenhang zwischen P und V. Und das ist es auch, was wir hier gerade gemacht haben. Durch das Verschieben des Kolbens haben wir das Volumen von einem auf einen anderen Wert, etwa auf die Hälfte, zurückgesetzt. Und dann wird entsprechend dann der Druck auf das Doppelte ansteigen. Also durch Verringerung des Volumens auf die Hälfte steigt der Druck auf das Doppelte an. Diese Gleichung P mal V konstant liefert eine derartige Beziehung. Und natürlich kann man jetzt sich die Frage stellen, was passiert denn, wenn man das unter unterschiedlichen Temperaturen macht? Weil jetzt sind wir ja, das ist zwar sehr interessant, aber es hat einen Pferdefuß, dieses Experiment. Es kommt eigentlich nicht so explizit da drinnen die Temperatur vor. Wir sagen nur, sie soll halt konstant sein. Na ja, gut, auch wichtig. Aber noch interessanter wäre ja, dass man eben die Abhängigkeit von der Temperatur anschaut. Und was wir bei dem Experiment so nicht tun können mit unserer hier gewählten Anordnung, das machen wir bei dem nächstfolgenden Experiment. Aber hier möchte ich noch sagen, wenn man die Temperatur erhöht, was wird denn wohl passieren? Was nehmen Sie an? Was denken Sie sich? Rein gefühlsmäßig. Man hat ja so ein Alltagsempfinden gewissermaßen. Was wird mit der Kurve passieren, wenn das Ganze sich bei einer höheren Temperatur abspielt? Was glauben Sie? Ja? Und wie wird die ganze Kurve ausschauen? Ja, so schaut sie aus. Und noch eine höhere Temperatur so. Es wird sich einfach die Konstante ändern. Und wie sie sich ändert, das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Mit einem anderen Experiment. Die Idee ist, dass man immer eine Größe konstant hält und dann andere Größen verändert und nachschaut, was dann passiert. Als Größen stehen zur Verfügung der Druck, das Volumen und die Temperatur. Da haben wir ein T1, TC1, TC2, TC3, C für Celsius. Was anderes haben wir ja noch nicht. Für verschiedene Temperaturen, aber immer konstant, kriegen wir solche Hyperbelkurven. Daher nennen wir so eine Kurve auch eine Isotherme. Weil das bei konstanter Temperatur ist. Sie ändern das Volumen, es ändert sich der Druck, aber alles bei konstanter Temperatur. Deswegen muss man das auch langsam machen. Sie werden vielleicht sich noch erinnern, und wir besprechen das alles natürlich noch genauer, wenn man schnell komprimiert, wird das heiß. Und wenn man schnell expandiert, wird das kalt. Deswegen machen wir das auch nicht schnell. Wir machen es langsam.
sodass man durch eine Serie von lauter Gleichgewichtszuständen geht, wo man immer den thermischen Kontakt mit der konstanten Umgebungstemperatur beibehält. Dann haben wir einen isothermen Vorgang und kriegen eine solche Kurve für eine bestimmte Temperatur. Gut, also ich nehme an, Sie haben Boyle-Mariotte verstanden. Gibt es irgendeine Frage dazu? Sie dürfen heute nicht da rausgehen und das nicht verstanden haben. Das ist verboten. Also daher fragen Sie jetzt. Gut. Jetzt wollen wir als nächstes uns anschauen, die Temperaturabhängigkeit. Ja? Das ist nur eine. Die Frage ist, wie weit weg von Phasenübergängen muss man sein, dass das ideale Gas, das Gas ein ideales Gas ist. Das ist letzten Endes nur eine Frage Ihrer Genauigkeitsanforderungen. In letzter Konsequenz gibt es nie was wirklich Ideales. Man kann sich dem nur genügend gut annähern. Und davon lebt man, dass man dann sagt, irgendwelche Zehntel Promille oder sowas interessieren mich nicht mehr. Es ist ideal genug, sozusagen. Und wenn man dann irgendeinem solchen Problembereich mit höheren Drücken, kleineren Temperaturen und so weiter näher kommt, dann gibt es also bald ein bisschen größere Abweichung. Irgendwann fängt am besten zum Stören an. Und dann sagt man, nein, das ist nicht mehr ideal. Aber so eine klar gesetzte Grenze, das kann man nicht sagen. Es ist eine Frage, welche Anforderungen man hat. Und unter gewissen Genauigkeitsanforderungen kann man ein Gas noch mit guter Begründung als ideal auffassen. Und unter anderen Genauigkeitsvorgaben ist es dann nicht mehr ideal. Und bei Präzisionsmessungen ist nie was ideal. Deswegen dauern die immer so lang. Und man muss 100 Korrekturen anbringen, weil nichts ideal ist, wenn man genau genug hinschaut. Das ist dann nur eine Frage des Auflösungsvermögens der jeweiligen Messmethode. Wenn Sie genau genug messen, ist nichts ideal. Und dann müssen Sie überall nachwassern, sozusagen. Aber wenn Sie einmal einen Haupteffekt finden wollen und sich um diese Klarsachen nicht kümmern wollen, dann ist es ideal genug. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also, erster experimenteller Befund war der. Und jetzt schauen wir uns einen weiteren experimentellen Befund an. Wir haben eine ähnliche Anordnung noch einmal. Es schaut fast so aus, als ob es eh dasselbe wäre. Aber es ist nicht dasselbe. Wir machen ein ähnliches Experiment, aber mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen. Was Sie jetzt gesehen hatten, Boyle-Mariotte, ist, Sie halten die Temperatur konstant. Geändert wird das Volumen und damit ändert sich der Druck. Jetzt machen wir es anders. Wir wollen doch jetzt einmal sehen, was passiert bei verschiedenen Temperaturen. Da braucht man natürlich einen Temperatursensor dazu. Das haben wir jetzt noch nicht gebraucht, weil es hat nur konstant bleiben müssen. Ob wie warm es jetzt in dem Hörsaal ist, war eigentlich mehr oder weniger egal, solange es sich nur nicht geändert hat. Jetzt wollen wir aber eine Temperaturänderung durchführen. Das heißt, wir werden natürlich ein Thermometer brauchen. Ein an den vorgegebenen Fixpunkten vom letzten Mal geeichtes Thermometer. Wir haben da ein elektrisches Thermometer, entweder PT100, weiß ich es nicht auswendig, Thermometer oder ein Thermoelement, vielleicht eher ein Thermoelement, was wir da verwenden. Einen Temperatursensor, der geeicht ist, mehr braucht man gar nicht wissen. Und wir werden wieder ein derartiges zylindrisches Volumen verwenden. Und da werden wir es jetzt so machen. Das passt eh gut, der geht wieder nach rechts, der Kolben.
dass wir dieses Volumen so ausführen, dass von der einen Seite ein Temperatursensor hier hineinragt. Da vorne ist die sensitive Stelle dieses Temperatursensors. Also während wir da einen Druck angeschaut haben, so ein dünnes Rädel da hergenommen haben, machen wir jetzt ein dünnes Stabel, das da hineinreicht, ein Metallstab, wo innen der Sensor drin ist, man liest die Temperatur ab. Und wir ordnen hier jetzt wieder einen Kolben an, aber der ist also diesmal was ganz Besonderes und das macht auch das Experiment zu was ganz Besonderem. Ein Kolben, wo zwei Glaskliffe ineinander sitzen. Also nicht mit irgendwelchen O-Ringen, so Gummiringen, die das abdichten, sondern durch entsprechend gute Einpassung von zwei Glasschliffen erreicht man einerseits, dass das sehr dicht ist und andererseits, dass es sehr leicht beweglich ist. Sodass der Innenraum hier, da ist jetzt wieder das Gas drinnen, unser ideales Gas, dass der Innenraum ständig unter konstantem Druck bleibt. Da war die Temperatur konstant durch die Wechselwirkung mit der Umgebung. Hier wollen wir jetzt aufgrund dieses Kolbens hier, der sich da frei bewegen kann, die den Druck konstant halten. Also dieser Kolben, hier sieht man ihn schon, der lässt sich hier bewegen. Aber natürlich nicht viel, weil das ist schon abgeschlossen da vorne. Würde ich das offen lassen, dann könnte man den da hin und her schieben, ganz ohne Probleme. Also was bewirkt dieser Kolben? Das ist wirklich eine tolle Geschichte, dieses Glas mit dem. Wenn Sie wollen, können Sie es jetzt nachher noch anschauen, kommen wir dann aus der Nähe. Dieser Kolben bewirkt, dass der Innenraum zwar abgedichtet ist gegen das Äußere, aber der Druck da drinnen ist gleich dem äußeren Druck und der ändert sich nicht. Also hier haben wir jetzt die Situation, dass der Druck P konstant bleibt. Und was wir jetzt machen können bei konstantem Druck ist, dass wir uns wieder hier dieses Volumen anschauen mit einer solchen graduierten Skala, ganz ähnlich wie da. Da kann man ablesen, wie groß ist das Volumen von Gas. Und wir werden dieses System aufheizen. Da werden Sie jetzt erstmal sehen, was ich Ihnen gestern schon einmal angedroht habe, dass die Thermodynamik eine langsame Wissenschaft ist. Wenn man das einigermaßen genau machen möchte, muss man es langsam machen. Denn Sie wollen ja auch, dass dieses Gas sich einigermaßen gleichmäßig auf den Temperaturen befindet. Und zunächst ist es natürlich ganz gleichmäßig. Es ist da im Gleichgewicht mit der Umgebung, mit der Raumtemperatur. Und wir werden das Volumen jetzt als Funktion der Temperatur auftragen. Na, was wird passieren? So der gesunde Menschenverstand, wie üblich, ist gefragt. Wenn ich jetzt den Druck konstant halte und der Kolben geht praktisch reibungsfrei da durch diesen Glasschliff da durch, sodass sich der Druck eben nicht ändert. Und Sie erhöhen jetzt die Temperatur, indem man mit einem Föhn da von außen draufblast, eine höhere Temperatur. Und dann auch immer nachschaut, was man da für Temperaturen hier abliest drinnen. Nicht? Was wird der Kolben machen? Was glauben Sie? Er wird sich hinausbewegen. Also das Volumen wird wohl größer werden. Und das können wir uns natürlich jetzt anschauen. Wir können hier das Volumen auftragen gegen die Temperatur. Da nehmen wir zum Beispiel an 0. Jetzt müssen wir das irgendwie skalieren.
vielleicht, wenn wir da sagen, 100 und minus 100 minus 200 minus 300. Ich mache da kleine Vorkehrung nach links hinüber. Aber zunächst einmal schauen wir uns nur diesen rechten Teil an. Und mit was für Volumina haben wir denn zu rechnen? Was ist das höchste Volumen, das wir sehen werden? 30. 10, 20, 30. 10, 20, 30 in Milliliter. Und das ist schon so graduiert, dass man das also in Millilitern ablesen kann. Ein schönes Experiment. Und da sieht man also, das sind also, da haben wir 10, da haben wir 20, da haben wir 30 Milliliter. Und da haben wir also jetzt 100 und da minus 100, minus 200 und minus 300 Grad Celsius. Lassen wir das einmal beiseite. Zunächst einmal schauen wir uns nur den rechten Teil an. Und jetzt können wir mit dem Experiment beginnen. Ich würde Sie bitten, dass wir also beginnen und Sie geben mir als erstes einmal an, was wir gegenwärtig für eine Temperatur ablesen. Na, das wird sowas bei 22, 23 Grad sein, stelle ich mir vor. Was ist es? Na bitte, 22 Grad. Also da haben wir 50, da haben wir 25, also circa, also machen wir das so. 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Und Sie haben gesagt 22 Grad. Also sind wir circa da. Und was haben wir für ein Volumen? 20 Milliliter. Also wir haben hier schon einen Messpunkt. Na klar, der Druck ist immer der gleiche, da ändert sich auch nichts. Das ist unser atmosphärischer Druck. So ein schreckliches Tiefdruckgebiet wird nicht plötzlich über uns hereinfallen, dass während dieser Messung sich der Druck nennenswert ändern wird. Also das können wir glauben. So. Und jetzt beginnen wir, die Temperatur zu erhöhen. Und wenn Sie glauben, dass wir also eine vernünftige Ablesung machen können, dann werden wir das ablesen. Und jetzt ist also wichtig, machen wir es ein bisschen, kann ich Fenster machen? Mal schauen, ob wir da also auch was sehen. Na, die Temperatur kriecht hinauf, das ist noch nicht so gewaltig, aber immerhin, wir sind jetzt schon bald bei 30 Grad. Und wenn Sie da genau herschauen, es beginnt sich der Kolben schon etwas nach rechts zu bewegen. Ich glaube, das kann man schon erkennen. Aber natürlich, Sie sehen schon, so gewaltig, riesig ist das halt nicht. Na, Sie werden dann schon sehen, warum das nicht so gewaltig ist. Das liegt letztlich an unserer Temperaturskala. Also schauen Sie, jetzt sind schon bald bei 40 Grad, aber da tut sich auch schon was. Und vielleicht, wenn wir dann, was haben wir da, 20, 25, 30, 35, wenn wir 25 haben, könnte man bei 25 die Temperatur ablesen. Herr Litschauer, wäre das was? Bei 25 lesen wir wieder die Temperatur ab. Ja, das wird natürlich für unsere Zwecke noch ein bisschen schwierig mit der Genauigkeit sein. Wir haben zuerst 22 gehabt. 20, 30, 40, 50. 22, da waren wir da. So.
Und jetzt haben wir dann 25 Milliliter und schauen nach, was wir da für eine Temperatur dann haben. Immerhin, wir sind schon bei was. Schauen Sie die Temperatur an, wo wir schon sind. Bei 64, 65 Grad. Und wie schaut's aus? Sollen wir es schon nehmen? Gut. Es gefällt mir, dass die so genau sind. Die geben keine Ruhe, bevor es nicht wirklich passt. So müssen sie auch sein. Keine Ruhe geben, bis sie wirklich überzeugt sind. Also Sie müssen sagen, Herr Litschauer, Sie sehen es am besten. 75. Bei 25 sind es 75. 50, 60, 70, 75. Bei 25. Also Sie sehen, man sieht schon was. Also so, dass das gar nichts ist, so ist es nicht. Aber noch einen Punkt machen wir schon, ne? Ja, ja. 100, 150, 10, 20, 30, Also die Temperaturen gehen ganz schön rauf. Und das Um und Auf ist, dass er das so langsam macht, weil dadurch kann sich das da drinnen immer schön ausgleichen und Sie kriegen eine einigermaßen homogene Temperatur in dem ganzen Volumen. Sonst ist das Ganze ja sehr ungenau. Also jetzt haben wir schon bald gegen 100 und da sagen wir, ja, es geht halt langsam. Nicht? Ich habe ja gesagt, die Thermodynamik ist eine langsame Wissenschaft. Und wir machen sowieso nicht sehr oft in der Vorlesung quantitative Experimente. Heute ist einmal die Gelegenheit, dass wir das wirklich durchführen können. Ja, ist. So, wir haben schon. Was ist das Volumen? Na, wissen Sie was? Jetzt warten wir auf 110. Jetzt geht es eh so schnell rauf. Wir sind schon bei 107, 108. Schauen wir bei 110 das Volumen an. Haben wir gleich? 27 bei 110. Also bei 110. Haben wir 25, 26, 27, 28, 29, also circa da. Wunderbar. Herr Litschauer, das war ein Fest. Vielen Dank. Na, schauen Sie mal. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Man kann davon ausgehen, das ist ein linearer Zusammenhang. Na und jetzt kommt so das typische Denken eines Physikers, das Sie sich möglichst bald aneignen sollten. Wenn das so linear geht, dann können Sie sich sofort fragen, wie geht das in den verschiedenen Richtungen weiter? Heute werde ich erstmals einmal ein Lineal verwenden, da. Vielleicht als einziges Mal. Denn jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie geht es da in beiden Richtungen dahin? Also, natürlich einmal hinauf würde das sicherlich da so eine Zeit lang weitergehen. Aber Sie können sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, was ist, wenn die Temperaturen kleiner würden? Wenn das so ein Gas ist, dem noch lang nicht einfällt, einmal zu kondensieren. Sie wissen ja, flüssige Luft, da müssen Sie weit runtergehen. Da gibt es ja diese komischen Experimente, wenn man so ein Nöcken in die flüssige Luft, dann wird die ganz steif und zerbricht dann nachher wie aus Glas und so. Also da ist man schon bei minus weiß Gott wo.
Also, wie geht das weiter, wenn man also da jetzt hier diese Gerade nach links fortsetzt? Und da sehen Sie jetzt, da treffen wir tatsächlich die Achse. Ja, was bedeutet das aber jetzt, wenn wir das machen? Wenn man hier herunten ist, das ist so circa minus 250 da hier, dann ist das Volumen null. Na, was soll das heißen? Wo ist das Gas? Na, dazu muss man sagen, dass das Gas einen gewissen Druck hat und auf seine Umgebung wirkt. Das kommt daher, dass eben die Gasmoleküle gegen die Wände trommeln und dort einen Impulsaustausch durchführen und damit Kräfte ausüben und dadurch kommt es zum Druck. Das schauen wir uns noch näher an in ein, zwei Stunden. Und wenn man aber mit der Temperatur immer weiter zurückgeht, dann kann man in dem Modell davon ausgehen, dass also die immer lahmlockerter werden, diese Moleküle. Die tun nur mal so langsam herum und stoßen hier und da einmal, haben also keine besonders großen Geschwindigkeiten mehr. Da sehen Sie schon ein bisschen ein Gefühl dafür, was man wohl unter der Temperatur versteht. Und wenn man dann also noch weiter runtergeht und das dann schon ganz gegen immer kleinere Volumina geht, dann ist einmal Ende. Und das Ende ist einfach dann, wenn sich diese Moleküle gar nicht mehr bewegen. Dann liegen sie nur mehr herum. Und nachdem die Moleküle für sich, also als Eigenvolumen, ein sehr viel kleineres Volumen haben, als die Volumina, die wir da betrachtet haben, kann man das praktisch zur Gänze vernachlässigen. In der faktischen Realität, und da komme ich auf den Kollegen nochmal zurück, und auch auf Sie mit der Idealität, irgendwo da herunten stimmt es dann nicht mehr genau. Denn wenn man das so weit hinunterbringt, dann wird flüssige Luft entstehen. Und damit hat man was Neues. Aber davon wollen wir ja jetzt nicht reden. Wir reden von idealen Gasen. Und wir hoffen heute, dass das so weit wie möglich hinunter ein ideales Gas bleibt. Und wenn wir zum Beispiel statt Luft da drinnen jetzt Helium hätten, dann können wir auf jeden Fall noch weitergehen, weil das, wir müssen noch viel weiter runterkühlen, bis das vielleicht einmal kondensiert. Das heißt, man ist eine gute Extrapolation, das so weit wie möglich linear herunter zu extrapolieren. Naja, und da kommt man bei unserem Experiment auf minus 250 Grad circa. Und man sieht ja, das ist ein schleifender Schnitt. Ich habe da alles mit freier Hand gemacht, da bis auf das eine Gerade da jetzt. Nicht? Und das heißt, wenn man das natürlich alles genauer macht, da mehr Punkte hat, eine genaue Interpolation durchführt, dann wird das auch besser. Und wenn man das genau macht, dann kommt man hier auf minus 273,15 Grad Celsius. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Sie sehen, dass aufgrund dieses Experimentes man schon erkennen kann, diese Temperaturskala ist nach unten nicht offen. Das hört einmal auf. Weniger als das kann man nicht machen, weil weniger als null Volumen gibt es ja nicht mehr. Also eine Temperatur unter dieser Temperatur wird nicht mehr auftreten. Und das ist der entscheidende Punkt, um den es hier jetzt geht. Wir ändern die Temperatur und wir sehen, dass bei einem bestimmten Wert der Temperatur das System in einen Zustand kommt, wo es weiter nicht mehr geht. Diesen Punkt nennen wir den absoluten Nullpunkt. Und man kann sich das natürlich besonders im molekularen Modell mit den Gasmolekülen, die da herumfliegen, gut vorstellen, weil man eben schon irgendwie spürt bei dem Ganzen, dass die Temperatur etwas zu tun hat damit, wie hektisch die Moleküle da drinnen herumfliegen. Naja, hektisch, das ist auch so ein Wort, was eigentlich nichts Besonderes ist. Das muss man natürlich
spezifizieren. Die Physiker geben ja keine Ruhe, bevor sie nicht eine Größe haben, die man auch mit Maßzahl und Einheit beschreiben kann. Worum es dann letzten Endes gehen wird, ist die kinetische Energie der Moleküle. Und wenn man da immer weiter runterkommt, wird die immer weniger und weniger. Und mehr als gar keine kinetische Energie können Sie bitte nicht haben. Die kinetische Energie ist positiv definiert, weil da steht mv² halbe drin, da kann nichts negativ werden. Negative Massen haben wir nicht und die Quadrate der Geschwindigkeiten sind auch positiv. Das heißt, weniger als gar nichts gibt es nicht. Das ist die Idee, die da dahinter steckt. Jetzt aber wollen wir zunächst einmal davon ausgehen, was für einen experimentellen Befund kriegen wir jetzt in Form einer Gleichung. Hier hatten wir Boyle-Mariotte. Und jetzt kommt es darauf an, wie können wir denn diese Gleichung da beschreiben? Offensichtlich ist es sinnvoll, das als eine lineare Beziehung aufzuschreiben. Also dann schauen wir einmal nach. Es geht also hier insbesondere um das Volumen als Funktion der Temperatur. Das Volumen bei einer Temperatur Tc wird gleich sein dem Volumen bei Tc gleich 0 Grad Celsius. Das ist das Volumen bei 0 Grad Celsius. Und jetzt muss da was reinkommen, was diesen linearen Verlauf hier beschreibt, den wir da experimentell gefunden haben. Und dieser lineare Verlauf lässt sich schreiben in der Form 1 plus ein Gamma V, weil es sich ums Volumen handelt, mal diesem Tc. Warum schaut das so aus? Na, ganz einfach. Erstens einmal, Sie sehen, es ist ein linearer Zusammenhang. Es stehen nur konstante und lineare Terme in der Temperatur drin. Das Gamma, das ist ein Vorfaktor, der irgendeinen bestimmten Wert haben wird. Und wieso stimmt das? Denn wenn man das Tc gleich 0 Grad setzt, Grad Celsius, dann fällt das weg und dann steht V von Tc gleich 0 Grad Celsius ist gleich V von Tc gleich 0 Grad Celsius mal 1. Daher 1 plus das. Wenn man das Tc gleich 0 Grad Celsius setzt, dann kommt man auf den Punkt daher und da ist das Volumen wirklich gleich dem Volumen bei 0 Grad Celsius. Und wenn man mit der Temperatur darüber hinausgeht, dann wird das wieder ein Faktor da sein, der größer als 0 ist. Dann wird das mehr und das entspricht dem. Und die Größe des Faktors, das hängt natürlich jetzt mit dem Anstieg daher zusammen. Das kann man experimentell ermitteln. Naja, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir geschaut haben, wenn wir da mit den TCs zu negativen Werten gehen, wo führt das hin? Und wann wird dieses Volumen gleich 0? Also fragen wir uns einmal, wann wird V gleich 0? Na, schauen Sie sich das einmal an. Wann wird denn das passieren? Na, das V von T gleich 0, das ist, was es ist. An dem ändert sich ja nichts. Der Ansatz ist ein Ansatz. Das Gamma V ist eine konstante Größe. Was für eine Temperatur muss ich wählen, damit dieses V da gleich 0 wird in der Beziehung? Na, da wollen wir doch haben, dass dieser ganze Term minus 1 wird. Denn dann haben wir 1 minus 1 und das ist 0. Also schauen wir einmal. Gamma V mal Tc soll einfach minus 1 sein. Ohne Einheit, weil da steht ja keine Einheit. Und da ist V und da ist V. Das ist ein dimensionsloser Faktor da in der Klammer da drin. Also das V mal Tc muss minus 1 sein. Und daraus folgt natürlich dann, dass das Tc, wo das gleich 0 wird, gleich ist minus 1 durch Gamma V. Und jetzt wissen wir aber aus unserer Messung, natürlich jetzt, wenn wir es noch genauer gemacht hätten, es waren diese minus 273 herausgekommen. Das heißt, dieses Tc experimentell ist minus 273,15 Grad Celsius. Nun schauen Sie,
damit kriegt man dieses Gamma V heraus. Denn dieses Gamma V, wenn Sie das jetzt nur da anschauen, Minus und Minus, das Gamma V erhält man das Gamma V zu 1 durch 273,15 Grad Celsius hoch minus 1. Und das nennen wir, dieses Gamma, einen Spannungskoeffizienten. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, wie wir den noch genannt haben. In dem Fall einen Volumenspannungskoeffizienten. Also das ist ein Spannungskoeffizient. Und jetzt natürlich können Sie sich die Frage stellen, naja, die haben das jetzt für Luft gemacht. Aber was ist, wenn ich das für ein anderes Gas mache? Dann kriege ich vielleicht eine andere Neigung. Dann triff ich da woanders hin. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nicht so. Es kommt egal, welches ideales Gas Sie nehmen, wenn Sie nur da den linearen Zusammenhang haben, dann trifft Ihnen das immer daher. Das ist was Universelles. Das macht die Wichtigkeit dieses absoluten Nullpunkts aus. Der ist immer da, wo er ist. Und damit kommt auch dieses Gamma immer gleich heraus. Das ist natürlich was. Denn wenn Sie zum Beispiel diese Längenausdehnungskoeffizienten von Metallstäben nehmen, dann wenn Sie ein anderes Metall nehmen, dehnt sich das auch unterschiedlich aus. Dann kriegt man da einen anderen Ausdehnungskoeffizienten. Aber der Ausdehnungskoeffizient, der bei dem idealen Gas, ist immer der gleiche. Ganz, ganz wichtig. Und daher hat dieser absolute Nullpunkt eine besondere Bedeutung. Ich möchte noch hinzufügen, weil wir das brauchen werden, dass es neben dieser Beziehung mit anderen experimentellen Methoden, und das werden Sie selbst machen in einem der Praktikumsbeispiele, noch im Jänner, eine andere Beziehung auch herauskriegen, nämlich für den Druck. Man kriegt nämlich auch heraus, P bei der Temperatur von Tc ist gleich P bei Tc gleich 0 Grad Celsius mal 1 plus, und jetzt haben wir dann ein Gamma P mal Tc. Da kommt man erstens drauf, das Gamma P ist dasselbe wie das Gamma V, innerhalb der experimentellen Unsicherheit. Und zweitens, es ist die gleiche Beziehung. Diese Beziehung für V nennen wir das Gay-Lussac'sche Gesetz, dem gibt man keine derartige Bezeichnung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht manche Leute beide dieser Gesetze, weil sie so miteinander zusammenhängen, als Gay-Lussac'sches Gesetz bezeichnen. Hier jedenfalls sollte man dazu schreiben, dieses Gesetz ist gemessen für konstanten Druck. P ist konstant. Wir haben ja den Kolben so laufen lassen, dass er konstant geblieben ist, der Druck. Während da unten wiederum dieses Gesetz gilt für ein System, wo das Volumen konstant gehalten wird. Da bewegt sich kein Kolben, sondern Sie messen den Druck in Abhängigkeit von der Temperatur, bei konstantem Volumen. Und wenn Sie also die Temperatur höher machen, wird der Druck auch höher. Na, das kann man sich ja auch mit gesundem Menschenverstand leicht vorstellen. Und wenn man die Temperatur kleiner macht, geht auch der Druck runter. Und Sie kommen auf einen ganz ähnlichen Zusammenhang. Den werden Sie im Laufe des Jänners bei den experimentellen Methoden mit einem anderen experimentellen Aufbau hier konkret messen, diesen Zusammenhang. Und das lässt sich sogar noch genauer machen als die Messung hier.
nur die ist irgendwie illustrativer. Da kommt man direkter auf den Zusammenhang und das wollten wir Ihnen vorführen. So, jetzt heute wieder einmal inne und frage nach, ob es irgendwelche Unklarheiten gegeben hat bei dem allen. Ja, bitte. Ja, das ist ja ein AX plus B. Ja, aber es ist ja nicht komplett in der Form. Man kann es ja auswerten, aber nicht das dabei war. Na, wieso? Es geht also darum, wie diese Form der Gleichung ausschaut. Sie ist so gewählt, dass man gleich erkennt, was man hat. Wenn man also das TC gleich 0 Grad Celsius setzt, dann hat man da hier 1 plus 0. Und es bleibt gleich stehen, V bei TC gleich 0 ist gleich V bei TC gleich 0. Man sieht das hier sofort. Wenn man das einfach in die Form A plus B mal TC bringen möchte, brauchen Sie ja nur das V in die Klammer hinein zu multiplizieren. Dann haben Sie V bei TC gleich 0 mal 1 plus V bei TC gleich 0 mal Gamma V mal TC. Und dann haben Sie V bei TC gleich 0 plus den Faktor mal TC. Aber ich finde, so ist es deutlicher erkennbar, wie der Zusammenhang ist. Dass man da rein multiplizieren kann auch, ja, das sehen, glaube ich, alle, die sich das gutwillig anschauen. Okay? Mehr ist nicht dahinter. Also wenn sonst jetzt einigermaßen klar ist, möchte ich noch, wir haben eine Viertelstunde, Gott sei Dank, noch einen Schritt weiter gehen, und zwar den, dass wir uns jetzt natürlich die Frage stellen können, wenn das schon so ist, dass man unter diese Temperatur nicht mehr kommt, weil da die Systeme aufhören, sich noch zu verändern, das geht nicht, dann, und wir das als absoluten Nullpunkt bezeichnen, dann machen wir es doch so, dass wir unsere Skala verschieben. Wir bleiben dabei. Eine Temperaturänderung von 1 Grad Celsius ist eine Temperaturänderung von 1 Grad Celsius. Das ändern wir nicht. Wenn wir von 25 Grad Celsius auf 26 Grad Celsius gehen, diese Differenz bleibt, was sie ist. Nur wir können jetzt die Sache so verändern, dass wir auf eine absolute Temperaturskala übergehen, indem wir definieren, die absolute Temperatur in einer solchen Weise, dass wir schreiben, groß T, das nennen wir von jetzt auf die absolute Temperatur, ist gleich die bisherige Temperatur in Celsius plus 273,15. Und die Einheit von dieser absoluten Temperatur, die Dimension, geben wir mit groß K als Kelvin an, weil sich Lord Kelvin um diese Dinge und um viele andere in der Physik sehr verdient gemacht hat. Und was hat das für einen Vorteil? Der liegt auf der Hand. Weil weiter als bis minus 273,15 Grad Celsius kommen wir nicht. Und wenn wir da einsetzen, minus 273,15 plus 273,15, dann wird die absolute Temperatur gleich 0. Das ist sehr sinnvoll. Dort, wo unsere Moleküle schon nur mehr herumliegen und keine kinetische Energie mehr haben, dort ist auch die Temperatur 0. Das ist das Rationale dahinter. Also irgendwie spukt in diese absolute Temperatur schon noch die Celsius-Skala hinein. Weil die Differenzen von Temperaturen bleiben, was sie sind. Eine Zunahme um 1 Grad, ob es jetzt Celsius oder Kelvin ist, ist dasselbe. Und wenn dann also zum Beispiel bei 0 Grad Celsius das Eis gerade schmilzt, dann sind das halt 273 Kelvin. Aber sie geben wieder 100 Grad dazu, bis es siedet. Dann sind wir halt bei 373. Also es bleibt nach wie vor, die Differenzen sind, was sie sind. Die haben wir noch von der alten Skala genommen. Wir schieben sie, wie sie ist, so, dass der Nullpunkt darüber wandert und dann da ist. Das ist alles, was wir tun. Verstehen Sie? Und jetzt,
wollen wir das verwenden, das ist so einfach, dass ich da nicht mehr drüber sagen brauche. Jetzt wollen wir das verwenden, um damit auf die Gleichung der Zustände, also die Zustandsgleichung für ideale Gase zu kommen. Und wir werden dann am Schluss heute noch den Spieß umkehren und sagen, wenn ein Gas sich so verhält, dass es dieser Gleichung genügt, dann ist es ein ideales Gas. Es verhält sich dann richtig, so wie es sich gehört. Und wenn es das nicht tut, dann ist es eben kein ideales Gas. Dann ist es in der Nähe von Phasenübergängen oder sonst irgendwas. Also schauen wir uns das jetzt an. Jetzt wollen wir einmal diese Gleichung mit P, die ich da unten hingeschrieben habe, vielleicht machen Sie zu der ein Sterndl hin. Das wäre jetzt eine Not auch noch machen. Das kostet mir jetzt eine halbe Minute, aber das ist mir wert. Also dieses P kriegt einen Stern. Und wir setzen bei der Gleichung an. Wir formen die Gleichung um, indem wir jetzt schreiben, gemäß Stern erhalten wir jetzt, da kriegen wir ein P jetzt abhängig von Groß T. Naja, das ist TC plus 273,15, nicht? Ist gleich P von, da steht 0 Grad Celsius. Na, 0 Grad Celsius, da ist das 0, sind 273,15 Kelvin. Also schreiben wir da hinein, 273,15 Kelvin. Ja? P bei der Kelvin-Temperatur mal, und jetzt kommt da dieser Klammerausdruck, den ich jetzt ein bisschen größer mit eckigen Klammern schreiben will. Na, da haben wir 1 plus. Und was, wie geht es jetzt weiter? Da schreiben wir einmal dieses Gamma P hinein. Aber dieses Gamma P ist so wie das Gamma V gleich 1 durch 273,15. Das haben wir ja daraus entnommen, dass wir eben da auf die 0 heruntertreffen. Also kommt da 1 durch 273,15. Das ist dieses Gamma P gleich Gamma V. Da spielt also unser experimentelles Ergebnis hinein. Kelvin. Ja? Da haben wir also jetzt da dieses Gamma P eingesetzt. 1 plus Gamma P oder Gamma V mal TC. Und das TC, was ist denn dieses TC jetzt? Das ist nichts anderes als, wenn man das aus der Gleichung rückrechnet, TC ist gleich T minus 273,15. T minus 273,15. Auch Kelvin es genau nimmt. So. Eine eckige Klammer fällt. Passt's? Das ist triviale Arithmetik. Ich sage Ihnen, die Thermodynamik ist mathematisch gesehen fast lächerlich. Aber die Begriffe sind wichtig. Also jetzt formen wir das um. Ja. Das ist da nicht so eindeutig zu machen, weil es hängt davon ab, was Sie ausrechnen. Letztlich geht es um die Beziehung der Werte. Aber wenn Sie sich aus dem eine Kelvin-Temperatur ausrechnen, dann steht da ja die Celsius-Temperatur und dann kommt was anderes dazu und dann kommt Kelvin raus. Andererseits, wenn Sie sich eine Celsius-Temperatur ausrechnen, das geht nicht besser. Verstehen Sie, das lässt sich mit Einheiten in dieser einfachen Form so nicht machen. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Deswegen soll man sich damit nicht aufhalten. Aber das ist etwas, Sie haben das schon gut erkannt, aber das geht nicht einwandfrei. Das ist ja nur eine Verschiebung von Skalen. Gut. Aber ansonsten, die Gleichung ist Ihnen an sich schon hoffentlich verständlich. Gut. Dann formen wir sie. Ach, das ist grauslich. Wie schaut denn das aus?
noch dazu in der Kamera. Ja, fürchterlich, nicht? Also, was kommt da heraus? Und diese Umformung wollen wir jetzt schon durchführen. Weil wir können jetzt schreiben, damit also erhalten wir das P von T ist gleich. Und da bleibt uns natürlich wieder dieses P von 273,15 Kelvin mal. Und was steht jetzt da drinnen? Da steht jetzt 1 plus und jetzt multiplizieren wir das da herein. Dann haben wir hier 1 durch 273,15 Kelvin mal T. Wie schreibe ich mir das jetzt am besten auf? T von 273,15 mal 1 plus, ja, T. Also, P von 273,15 mal 1 plus T durch 273,15 minus 273,15 durch 273,15. Und das ist wieder 1. Wir haben einfach diese Zahl einmal mit P multipliziert und einmal mit minus 273,15. Und minus 273,15 durch 273,15 ist wieder 1. Und schauen Sie einmal, da kommt 1 minus 1 vor. Sehen Sie? Das ist wirklich einfach. Ich glaube nicht, dass das für Sie jetzt eine Schwierigkeit ist, das zu verfolgen. Und was ergibt sich jetzt daraus? Wenn das wegfällt, dann kriegen wir als Ergebnis heraus, dass das P von T durch T, wenn wir jetzt das T da herübernehmen, gleich ist P von 273,15 durch 273,15 und daher konstant ist. Wir kriegen also heraus, P von T durch T ist eine Konstante. So ähnlich wie dort oben steht, P mal V ist eine Konstante. Jetzt steht aber da die Kelvin-Temperatur drinnen, mit Groß T. Haben Sie da eine Frage dazu, zu dieser Umformung? Das ist also fast, hätte ich gesagt, Volksschule, Untermittelschule, was wir da gemacht haben. Ja? Schauen Sie sich diese Beziehung an. Die besagt nichts, als dass der Wert der absoluten Temperatur um die Zahl 273,5 größer ist als die Celsius-Temperatur. Egal von welcher Seite Sie es anschauen, kriegen Sie einmal aus einer Celsius-Temperatur eine Kelvin-Temperatur oder umgekehrt, wenn Sie das auf die andere Seite bringen, aus einer Kelvin-Temperatur eine Celsius-Temperatur. Und das 273,15 hat demgemäß in dieser Beziehung keine eindeutige Dimension. Die beiden, Celsius und Kelvin, unterscheiden sich nicht um einen Faktor, sondern nur um eine Verschiebungsdistanz. Deswegen kann man das hier mit den Einheiten nicht so schlüssig durchziehen. Trotzdem ist aber für jeden klar, was gemeint ist. Die Temperatur in Kelvin ist um die Zahl 273,15 größer als die Temperatur in Celsius. Aber das 273,15 hat einmal die eine und einmal die andere Dimension. Das lässt sich nicht besser schreiben, weil es kein multiplikativer, sondern ein additiver Zusammenhang ist. Das müssen Sie sich durchüberlegen. Das ist so, halten wir uns nicht auf damit. Wo? Was meinen Sie? 1 durch 273. An welcher Stelle? Hier? Da. Na, da haben wir ja das Gamma hingeschrieben. Das Gamma ist 1 durch 273,15. Grad hoch minus 1. Und wir multiplizieren das dann wieder mit einer Temperatur da. Das geht nicht schlüssiger.
das lässt sich mit den Einheiten nicht lupenrein machen, weil es keine multiplikativen Zusammenhänge sind zwischen Celsius und Kelvin. Das kann man nicht besser machen. Wir machen es so gut es geht. Aber es ist eindeutig, die Zahlen sind eindeutig und darum geht es. Mir geht es jetzt darum, ob Sie jetzt verstanden haben, wieso das P durch T eine Konstante ist. Weil sich das 1 gegen das minus 1 da wegkompensiert. Und jetzt, meine Damen und Herren, eine Beziehung, die beides erfüllt, ist die folgende. Hier bei diesem P von T haben wir ja gesagt, V ist konstant. Wir haben hier wieder V ist konstant. Das war der Ausgangspunkt von dieser Gleichung Stern. Bei Stern haben wir V ist konstant. Eine Beziehung, die sowohl den Boyle-Mariot erfüllt, als auch diese Beziehung, ist nichts anderes als die Beziehung, dass P mal V durch T gleich konstant ist. Denn setzen wir die Temperatur konstant, das haben wir da oben gemacht bei Boyle-Mariot, T ist konstant, dann nehmen wir die Konstante darüber, das ist wieder konstant und P mal V ist konstant. Also Boyle-Mariot ist erfüllt. Andererseits hier haben wir, V ist konstant. Wenn da V konstant ist, dann nehmen wir diese Konstante herüber. Und P durch T ist eine Konstante, so wie es da steht. Beide dieser experimentell ermittelten Beziehungen lassen sich durch diese Beziehung gemeinsam darstellen. Und jetzt etwas, was wir hier im Demonstrationsexperiment nicht quantitativ zeigen können, ist, dass diese Konstante hier ein Maß ist dafür, wie viel Moleküle, wie viel Gas in diesem System vorhanden sind. Diese Konstante ist ein Maß dafür, wie groß die Molekülzahl in dem Gas ist. Und zwar unabhängig davon, welches Gas man verwendet. Und daher wird diese Konstante geschrieben werden können als n mal eine allgemeine Konstante, die allgemeine Gaskonstante. Das ist wieder ein experimenteller Befund. Und n da drinnen ist die Molzahl. Wobei ein Mol, oder also sagen wir ja, ein Mol ist diejenige Menge eines Gases oder einer Substanz, in der so viele Moleküle sind wie in 12 Gramm von dem Kohlenstoffisotop C12. Und da steht einfach drin, wie viele solche Mole in dem System drinnen sind. Und wenn man also jetzt diese Größe, Molzahl mal der Konstanten, das ist nur ein Proportionalitätsfaktor, da oben einsetzt, dann erhalten wir PV durch T ist gleich N mal R oder P mal V ist gleich N mal R mal T. Und das ist die Ihnen wahrscheinlich bekannte Zustandsgleichung der idealen Gase. Druck, Volumen und Temperatur
hängen zusammen über eine allgemeine Gaskonstante, die einen bestimmten experimentellen Wert hat, und die Molzahl. Wobei die Molzahl die Anzahl der Mole des Gases in dem betrachteten System ist. Und ein Mol ist diejenige Menge, wo gleich viel Moleküle drinnen sind, wie in 12 Gramm von Kohlenstoff 12. Zu einer Umformung, wo man dann hier auf die Molekülzahl kommt, über die reden wir morgen. Danke. Applaus